Ja, hallo. Ich werde jetzt die nächsten 20 Minuten ein bisschen etwas zur Open Knowledge Foundation Österreich erzählen und am Schluss gibt es da noch ein paar Fragen. Mein Name ist Stefan Kasperger und ich beschäftige mich jetzt seit ein paar Jahren sehr viel mit offenem Wissen, Gemeingut im digitalen Zeitalter und bin jetzt seit netto einem halben Jahr Mitglied bei der Open Knowledge Foundation Österreich. Und betreue dort, also koordiniere dort die Open Science Arbeitsgruppe. Vielleicht kurze Frage: Wie viele von euch wissen schon in etwa, was die Open Knowledge Foundation ist oder was die so machen? Okay, sehr gut. Dann hoffe ich, kann ich da ein bisschen etwas dazu beitragen, dass sich das ändert. Okay. Ja, was machen wir, ist eigentlich die wichtigste Frage. Und das ist aber nicht so einfach zu beantworten, weil es sehr unterschiedliche Themenbereiche gibt, in denen wir aktiv sind. Das Vereinende ist natürlich das Befreien von Wissen an sich. Aber es gibt Leute, die sehen uns als die Experten im Bereich Datenjournalismus, weil wir da ein Data Journalism Handbook erstellt haben. Dann eine andere Gruppe kümmert sich sehr, sehr viel um Open Access in der Wissenschaft. Jetzt sind wir auch unter Open Access sehr bekannt. Oder wiederum eines der bekanntesten Bereiche, in denen wir aktiv sind, ist Open Government Data. Aber es gibt genau zwei Punkte, die alle Open Knowledge Foundation Bereiche umschließen. Das ist eine internationale Organisation mit Local Chapters in den einzelnen Ländern. Aber es gibt genau zwei Dinge, die alle im Prinzip zusammenführt wieder. Und der erste, dieser Satz hier, das Aufbauen von Tools und Communities, um Open Knowledge zu fördern. Und dahinter ist natürlich dann die spannende Frage, was ist Open Knowledge? Und Michael Bauer, der heute die Keynote am Vormittag gehalten hat, ist ja auch mit bei der Open Knowledge Foundation dabei. Und der hat da schon ein bisschen einen Einblick gegeben. Und im Prinzip ist es die Open Definition, die von Open Knowledge Foundation so definiert worden ist. Und das bedeutet, dass Wissen offen ist, wenn alle es frei verwenden können, wenn man es verändern kann und wenn man die Veränderungen auch wieder weitergeben kann oder wenn man es auch ohne Veränderungen weitergeben kann. Das ist jetzt nicht die Einschränkung. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei, dass nicht kommerziell, also diese Nicht-Commercial-Klauseln, die immer wieder dabei sind, das ist nach unserer Definition nicht open. Also Open, wenn man es jetzt zum Beispiel auf Creative Commons als die gängigsten Lizenzen betrachtet, bedeutet für uns, dass es entweder CC0 ist, was bedeutet Public Domain, also Gemeingut, kann jeder machen, was er will damit. CC BY, was bedeutet, man muss die Quelle nennen, die Namensnennung, oder CC BY Sharealike, was eben bedeutet mit Namensnennung und man muss, wenn man daraus was macht, es unter denselben Bedingungen wieder weitergeben. Aber eben ganz wichtig für uns, dass man auch Geschäftsmodelle aufbauen kann, dass man mit Open Data, dass man mit Open Source auch Geld verdienen kann. Das ist für uns eine ganz wichtige Sache, die dazugehört. Ja, Wissen ist an sich sehr, sehr breit. Das ist auch eine ganz wichtige Komponente. Also ein sehr wichtiger Bereich ist Open Data, habe ich schon angesprochen, eben auch Open Source, Open Content ist ein ganz spannender Bereich, also von Text, also Text wie Publikationen, Blogs etc., aber eben auch Audiodateien, Bilder, also Open Knowledge sehen wir in der kompletten Breite, in erster Linie, aber nicht nur halt in digitalen Datenformen vorliegen. Okay, ja, wer ist die Open Knowledge Foundation? Und ich glaube, dieser Screen beschreibt es am besten. Wir sind alle Open Knowledge Enthusiasten. Wir sind davon überzeugt, dass offenes Wissen, Wissenschaft, Forschung und Wissenschaft, Forschung und die Demokratie verbessern wird. Also, dass es ein notwendiges Mittel ist, weil Wissen eben für alle diese Bereiche essentiell ist. Also demokratische Teilhabe genauso wie im wirtschaftlichen Sinne. Und es sind eben aus unterschiedlichsten Bereichen bei uns Leute dabei. Ich habe ja einige aufgelistet: Wirtschaft, Verwaltung, Kunst, Kultur, Forschung. Auch aus dem Medienbereich sind sehr viele Leute bei uns dabei. Und es ist sehr, sehr divers. Also es gibt nicht die
den einen Zeiler, der die Open Knowledge Foundation oder die Arbeitsgruppen, die Projekte und so weiter beschreibt, sondern es ist sehr breit aufgestellt. Das ist dann eher die Organisations-, die formale Beschreibung von dem, also das Wichtigste ist wirklich das, dass das Leute sind, und wir definieren uns auch sehr stark übers Machen und nicht so viel übers Reden. Also es ist im Normalfall, beginnt es mit einem Projekt und dann auf einmal ist man irgendwie mit bei der Open Knowledge Foundation dabei, und es ist nicht umgekehrt, dass man dann so, okay, wir suchen jetzt irgendwie ein spannendes Projekt mit Open Data, sondern da kommen irgendwie Leute daher, ich habe eine Idee und die machen damit. Und die Open Knowledge Foundation Österreich ist eben ein Local Chapter, und wir sind Teil des Open Knowledge Foundation Networks. Und das ist eigentlich auch das beste Bild, was die Open Knowledge Foundation beschreibt, ist, wenn man sich das vorstellt wie in einem Netzwerk. Es ist jetzt so ein bisschen hier skizziert, das gibt es jetzt aber gar nicht so wichtig. Es geht im Grunde darum, dass man einfach Teil davon wird, aber es gibt kein Dach oder es gibt auch kein Chef oder keinen Präsidenten. Es gibt unterschiedliche Bereiche und die sind in einem Netz lose miteinander verbunden. Da kann schnell mal wieder ein Projekt reinkommen oder eine Arbeitsgruppe reinkommen oder auch wieder weggehen. Und hier ist... Ja? Es nennt sich nur Stiftung oder ist keine Stiftung, oder? Die Open Knowledge Foundation selber ist eine Stiftung. Wir in Österreich sind aber ein unabhängiger Verein. Also das wäre dann eben eh der nächste Punkt gewesen. Wir sind ein unabhängiger Verein, weil in Österreich das Stiftungskonstrukt vom Rechtlichen ein bisschen problematisch ist. Ich glaube, du musst relativ viel Geld auf der Seite haben, damit du überhaupt eine Stiftung gründen darfst. Und darum sind wir ein unabhängiger Verein. Vereinsrecht in Österreich eigentlich jeden passenden Rahmen dazu gibt. Und das ist eben auch das Wichtige, wir sind unabhängig. Wir sind Teil von dem Netzwerk, aber wir agieren unabhängig, und es ist ein sehr reger Austausch untereinander, aber wir sind jetzt nicht, wir müssen nicht fragen, was wir tun, sondern wir sind unabhängig. Ja, und die Organisation bei uns setzt sich zusammen, also die operative Tätigkeit findet im Executive Board statt, da machen wir uns aus, was für Strategie haben wir für 2013, und da ist die interne Organisation drin. Seit kurzem haben wir auch in Österreich einen Community Coordinator. Das ist der Thomas Lohninger, eine sehr umtriebige Person im Netzpolitischen in Österreich. Und der kümmert sich ein bisschen darum, dass die Arbeitsgruppen, dass die Projekte, dass die Kommunikation untereinander passiert und Öffentlichkeitsarbeit. Das ist auch die einzige Person, die bei uns Geld verdient. Also das ist eine ausgeschriebene Stelle, weil das im Ehrenamt sehr, sehr schwierig ist, da kontinuierlich die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Der Rest ist natürlich alles ehrenamtlich. Ja, und der wichtigste Bereich sind die Arbeitsgruppen und die Projekte, zu denen ich dann ein bisschen im Detail eingehen werde noch. Und wir sehen uns selber als Bürgerinnenvertretung. Also wir sind jetzt keine Lobbying-Geschichte, die wir irgendwie so, wie zum Beispiel eine digitale Gesellschaft das jetzt in Deutschland machen würde, sondern wir sehen uns schon aus der Gesellschaft heraus, und wir wollen die Interessen von der Gesellschaft, von den Bürgerinnen im Prinzip vertreten. Also vertreten in dem Sinn, wir sind's. Also eben kein Lobbying. Ja, zu den Arbeitsgruppen werde ich aber rausgehen, weil das ist eigentlich im Internet alles viel schöner zu sehen. Und das ist jetzt die Webseite von uns, okfn.at. Und also wie sich das Ganze gegründet hat, war vor 3 Jahren mit der Open Government Data Initiative in Österreich. Da waren wir die zentralen Akteure und haben da die einzelnen Akteure zusammengebracht, also Verwaltung, Politik, Leute, die sich auf der technischen Seite auskennen, und haben hier die ganze Open Government Data Geschichte in Österreich ins Rollen gebracht. Das ist jetzt mittlerweile 3 Jahre her, wurde eigentlich für das, dass das Ganze ein politischer Prozess ist, sehr, sehr viel weitergebracht. Und ich schalte mich, glaube ich, nur aus, wenn das geht. Gut. Ich glaube, ich sollte alles ausschalten. Und haben in dem Bereich sind wir sehr, sehr bekannt in Österreich. Also Open Government Data sagt euch etwas. Das bedeutet, Daten von der Verwaltung frei zu bekommen. Also Statistiken, die der Staat hat, Verträge, Informationen,
Geodaten vom Bundeseichenvermessungsamt etc. etc. eben Daten, die von öffentlicher Hand schon mal bezahlt wurden, der Öffentlichkeit auch zugänglich zu machen. Und in dem Bereich haben wir sehr viel gemacht. Das ist zum Beispiel SICKEN, ein ganz spannendes Projekt. SICKEN ist ein Softwareprojekt, das ist ein Metadatenkatalog zum Suchen und Erstellen von Metadaten. Der wurde von der OKFN entwickelt und ist mittlerweile eigentlich der Softwarestandard weltweit im Bereich also Metadatenauszeichnung von offenen Daten. Also es wird sowohl in Amerika von DataGov verwendet, also dieser Open Government Data Initiative in Amerika, genauso wie auch von England, was die zwei größten Datenkataloge sind und hat sich als Standard durchgesetzt. Und dann haben wir noch, dann haben wir in Österreich auch noch das Open Government Data Weißbuch geschrieben, so eine kleine Zusammenfassung über den Status Quo, Empfehlungen, wie es weitergehen könnte. Und 2011 und 2012 eine Open Government Data Konferenz organisiert, was so das Come Together der Open Government Data Community im deutschsprachigen Raum war. Ja, also Open Government Data ist ein ganz großer Bereich und vor 2 Monaten hat sich eine Open Science Arbeitsgruppe gegründet, wo eben ich die Koordination übernommen habe. Und bei Open Science geht es um die Öffnung von Wissenschaft. Und das spannendste Thema gerade ist Open Access, also die Publikationen, die im wissenschaftlichen Betrieb erstellt werden, unter einem freien Urheberrecht maschinenlesbar zur Verfügung zu stellen. Aber Open Science ist noch viel mehr als Open Access, nämlich auch, dass die Daten, die erzeugt werden, frei zur Verfügung gestellt werden, Rohdaten, damit ich wirklich reproduzierbare Wissenschaft machen kann, aber auch, dass Open Source verwendet wird. Open Peer Review ist da auch ein Thema. Und eben auch, dass die Auswahl der Methoden, mein Erkenntnisgewinn, meine Entscheidungen, alles, was so im Kopf abläuft und was auch die Methoden beschreibt, dass das auch dokumentiert wird. Ja, also da gibt es jetzt seit 2 Monaten und findet auch am Montag in Graz auf der TU am Innfeld draußen der dritte Stammtisch von der Open Science Arbeitsgruppe statt. Okay, ja, ein sehr aktuelles. Gibt es da schon Daten oder ist das jetzt einmal nur ein Startprojekt oder sowas? Welche Daten sollen da überhaupt reinkommen oder sowas? Nach welcher Zeit, nach der wissenschaftlichen Publikation oder so? Ja, das war in Amerika, glaube ich, was gelesen, gibt es, wenn es nach einem Jahr, wenn es in einer wissenschaftlichen Zeitung veröffentlicht worden ist, dann ist es allgemein zugänglich. Ja. Österreich. Wir haben uns vor 2 Monaten gegründet. Wir schauen gerade, dass wir die Leute zusammenbekommen und es wird dann im nächsten Schritt sein, dann gemeinsame Positionen auszuarbeiten. Es gibt schon in der OKFN ein paar Positionen, aber wir agieren unabhängig und wir werden uns darüber überlegen. Aber im Normalfall ist Open Access Erstpublikation. Also das, was in Amerika, das ist ja eine Regierungsgeschichte. Aber da wäre es wahrscheinlich wirklich, wenn das interessant ist, genau am Open Access wird sicher sehr viel am Montag auf der TU gehen. Ja, diese ganzen Sachen sind relativ frisch auch noch. Also wir sind auch in gewisser Maße noch ein bisschen in der Selbstfindung. Und irgendwer hat die Idee, machen wir. Und das ist zum Beispiel offenerhaushalt.at. Das ist eine österreichische Adaption von Open Spending. Und Open Spending war vor ein paar Jahren eines der großen erfolgreichen Projekte von der Open Knowledge Foundation in England. Da hat man britische Budgetdaten visualisiert. Und das war mal so eine der ersten großen medienwirksamen Geschichten. Und durch die Open Government Data Initiative haben wir jetzt auch seit kurzem von Graz, Salzburg und Engerwitzdorf, das ist so eine kleine Gemeinde in Linz-Urfahr-Umgebung, Budgetdaten und vor 2 Monaten war in Wien Hackathon und da haben wir uns die Daten, die vorhanden sind, vorformatiert und eingespielt und das schaut dann so aus, okay, die Stadt Graz gibt 215 Millionen für soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung aus, davon sind 167.000 allgemeine öffentliche Wohlfahrt und dann sieht man auf 3 Ebenen, wie sich die Budgetdaten zusammenstellen. Die Grazer haben da super detaillierte Daten zur Verfügung gestellt.
Dann ein weiterer sehr spannender Punkt ist die Arbeitsgruppe Informationsfreiheit, wo es darum geht, zurzeit haben wir das Amtsgeheimnis, also wenn man irgendwie eine Anfrage hat an den Staat, dann so, ah, na, ist Amtsgeheimnis, das darf man nicht weitergeben, also dieses Recht, diesen Anspruch auf Information in die Verwaltung rein, den gibt es bei uns nicht wirklich, da sind wir sehr, sehr restriktiv, und Informationsfreiheitsgesetz wollen wir zwischen Akteuren ein bisschen kommunizieren, das ist zum Beispiel Transparenzgesetz.at, auch ein ganz spannendes Projekt, was seit kurzem geht, wo es darum geht, das Blatt wirklich zu wenden und zu sagen, by default muss Information von öffentlicher Seite her offen sein. Und man muss begründen, warum man es schließt. Und gerade ist das umgekehrt. Also die müssen nicht begründen, warum uns Informationen nicht weitergegeben werden. Also das ist auch ein Projekt dabei, und da gibt es auch eine Adaption von einem Projekt aus der Open Knowledge Foundation Deutschland, und es ist Frag den Staat, und es ist eine ganz spannende Geschichte, weil die sagt man, okay, gerade läuft das echt überhaupt nicht toll, aber wir machen jetzt was, wir versuchen einen Hack zu machen, wir versuchen die Verwaltung zu hacken, und Frag den Staat gibt einem Templates zur Verfügung, wie man Anfragen an politische Institutionen stellen kann. Also es ist halt dann, da werden dann diese ganzen Paragraphabsätze, die werden automatisiert eingefügt, ich möchte bitte Finanzministerium irgendetwas anfragen, dann beziehe ich mich auf Paragraph irgendetwas, und dann schreibt man eben in der Mitte einen Text rein, um was es wirklich geht, und das Tolle ist, also genau, das Gelbe ist händisch geschrieben und das andere Paragraphzeug ist zugeschrieben worden, und der Thomas Lohninger hat da eben angefragt, und das Lustige ist, die Antwort ist dann auch online, und so kann man nachschauen, ah okay, typische Abwehranfrage, müssen wir so machen, und in Deutschland bewegt sich doch schon relativ viel, und das Ziel ist, dass dann wirklich das Transparenzgesetz umgesetzt wird, weil irgendwann werden die nicht mehr zusammenkommen, wenn zu viele Anfragen kommen, und dann sagt einfach, okay, wir geben einfach alles frei und ihr habt es. Das ist der große Plan dahinter. Ja, School of Data, da geht es um mit Bildungsinstitutionen zusammenzuarbeiten und denen das Wissen weiterzugeben, wie man Daten verwendet, analysiert, visualisiert. Data Philanthropy ist ganz, ganz neu, da gibt es noch nichts auf der Website. Hat sich gerade erst vor ein paar Wochen auch gegründet. Also man sieht, das ist sehr im Aufbau, da tut sich gerade einiges. Und da geht es um, dass man Unternehmen dazu bekommt, dass die ihre Daten zur Verfügung stellen. Weil ja auch für Unternehmen ein Nutzen drin ist, wenn sie Informationen weitergeben und andere mit den Informationen was anfangen. Und wir haben eben den Future Zone Data Blog, den wir auch mitbetreuen. Ja, mitmachen ist bei uns sehr, sehr unkompliziert. Wir sind sehr, sehr lockere, sehr, sehr unkomplizierte Organisation, Gruppe, Leute, die für dasselbe irgendwie einstehen und dasselbe vorantreiben wollen, eben Wissen befreien. Und es ist ganz einfach, bei uns aktiv zu werden, also in jeglicher Art und Weise. Es gibt auch die Möglichkeit, Mitglied zu werden, sowohl für Einzelpersonen wie für Unternehmen. Also wenn ein Unternehmen zum Beispiel im Open-Data-Bereich irgendwie ein Geschäftsmodell hat oder Open-Data-Strategie fahren will, dann hat man als Mitglied Ermäßigungen, man bekommt das Know-how von uns weiter und man hat ja, bei Veranstaltungen etc. hat man gewisse Vorteile. Das ist auch gerade sehr am Ausarbeiten, wie wir das genau verwalten. Ein ganz wichtiger Bereich, Coder. Ist natürlich immer gefragt, weil, wie schon gesagt, wir machen viel. Es geht nicht so sehr darum, da irgendwie groß Theorien auszuarbeiten und mit Politikern Kaffee trinken zu gehen, sondern sehr, sehr viel. Also Open Spending ist natürlich ein riesen, das ist ein Django-Projekt, was das irgendwie sagt. Also Python-Geschichte ist natürlich ein riesen Software, was da Teil, was da zu machen war. Frag den Staat ist, glaube ich, auch. Django oder Flask. Also das ist, Coder sind ein sehr, sehr zentraler Teil auch von uns, aber eben auch nicht nur, es ist sehr breit. Und wenn irgendwer sich bei uns noch nichts findet, wo die Interessen abgedeckt sind, einfach eine Arbeitsgruppe selber gründen. Also wenn man eine Idee hat, wenn man ein Projekt umsetzen will, wenn man selber zum Beispiel mit der Öffnung von Wahldaten sich beschäftigen will, dann kommt man her, ich möchte das, dann werden wir sagen, das ist sehr, sehr coole Geschichte,
passt, machst du und dann kann man da mitmachen. Also das ist alles sehr, sehr einfach und sehr locker. Kontakt noch kurz, natürlich sind wir im Web, Twitter, über die Mailingliste läuft sehr viel ab bei uns. Also das ist so ein bisschen die zentrale Diskussionsplattform für Open Knowledge, freies Wissen in Österreich, von Open Data, Open Science, auch öfters E-Government dabei und persönlich. Also ich bin jetzt noch den ganzen Tag da, könnt mich gerne ansprechen, wenn euch irgendetwas interessiert, und das gilt doch sicher für alle anderen, die bei uns dabei sind. Termin haben wir Open Science Meetup eben am Montag auf der TU Graz. Würde mich sehr freuen, ein paar Leute vorbeikommen oder vielleicht Leute weitererzählen, die im wissenschaftlichen Betrieb sind und Wissen aus diesen doch eher statischen, alten Institutionen ein bisschen mehr rauszuholen. Und eben die Open Knowledge Conference, was so das Gathering ist der Open Community international, welches heuer in Genf vom 17. bis 18. September stattfindet. Das ist, ich weiß jetzt die Bezeichnung, das ist so ein wenig wurscht. Die Folien sind auf GitHub. Also ich habe so noch nicht gestellt, ich werde es jetzt eine halbe Stunde, Stunde machen. Und die ganzen, das hat man nicht gesehen, aber es ist alles verlinkt. Ansonsten auf der okfn.at Seite ist auch ein Blog-Eintrag. Es ist beim Martin Ebner, beim Technical Enhanced Learning, glaube ich. Also in Feld draußen. Wann beginnt es? 18 Uhr. Ja. Weiß ich jetzt nicht auswendig, weil es eben so ein bisschen kompliziert ist auf der Infeld, wie sie das zusammensetzt. Ja, okay. Ist auf GitHub, kann man dann auch noch nachlesen. Sonst okfn.at steht eigentlich auch alles, was ich gesagt habe. Fragen jetzt? Ja. Nummer eins, ich bin mit der Piratenpartei, also im speziellen Philipp Alexander oder so von der Grazer Organisation viel Kontakt? Wir halten einen gewissen Toleranzabstand mit den politischen Parteien und Positionen, weil wir eben als Bürgerinnenvertretung sich da nicht irgendwie positionieren wollen. Aber natürlich, man kennt sich. Also an Philipp kenne ich halt, weil er halt auch bei Open Data Stammtisch da war. Aber wir agieren nicht direkt mit denen, aber wir sind definitiv auch Ansprechpersonen auch für Parteien. Also wir arbeiten da auch mit politischen Akteuren. Wenn es Fragen gibt, können die gerne kommen. Von welchem Einsatz? Vom Klapp-Einsatz vom österreichischen Bundesheer. Und dabei haben mal die Erbsenzähler, vielleicht formuliert, festgestellt, dass es einen höheren Munitionsverbrauch gegeben hat. Und durch das Herausfinden, was da eigentlich passiert, ist jetzt sozusagen ein militärischer Einsatz belegt worden, der laut österreichischem Gesetz gar nicht einmal so veröffentlicht werden könnte. Und genau da ist die Frage, was wo immer denkt, wie setzt ihr das, dass zum Beispiel die Aufgaben des Rechnungshofes in der aktuellen Situation beschnitten sind, vor allem was die Veröffentlichung anbelangt, und ob das mehr sozusagen in einer Art Volksverwaltungsprinzip mehr transparent gestaltet werden sollte? Haben wir jetzt keine Position dazu ausgearbeitet, aber prinzipiell, wir setzen uns ja dafür ein, dass Wissen geöffnet wird, genau um diese politische Teilhabe, wie es ganz auf der ersten Folie gestanden ist, um Teilhabe zu ermöglichen und offenes Wissen eben auch eine Verbesserung von der Demokratie bedeutet. Wie das jetzt im Konkreten im politischen System in Österreich ist, da, ich kenne den Fall nicht, da kann ich nichts Detaillierteres sagen, aber das ist die Konsequenz, die man sich daraus erhofft, wenn man Wissen öffnet. Kontrolle. Accountability, also Anrechenbarkeit von Aktionen. Ja? Hallo Stefan, mich würde interessieren, jetzt konkret dein Bereich, du bist verantwortlich für Open Science, welche Maßnahmen geplant sind, um die Open Education Resources in den Das muss ich leider, wir sind alles noch sehr am Gründen und am Losstarten. Der Martin Ebner ist da eh involviert, zum Beispiel, der im Bereich Open Educational Resources in Österreich einer der Experten ist. Es wird definitiv ein Teil davon sein, weil freie Bildung, freies Wissen auch nur mit freien Lehrmaterialien zur Verfügung gestellt wird. Und nur Open Educational Resources auch die Open Definition erreicht,
die für uns das Kernstück ist. Also wir bemessen Openness immer nach dieser Open Definition und nach unserem Wunsch nach muss alles, also sollte alles so sein, wie es die Open Definition sagt. Auf jeden Fall, was öffentlich finanziert ist, das ist das Allerwichtigste. Firmen verpflichten ist wieder ganz was anderes. Aber was schon bezahlt wurde von uns allen, sollte uns allen auch frei zugänglich sein. Sonst noch? Weil sonst sind wir zeitlich. Das ist schon im Limit, ja. Ja. Okay, ja, dann sage ich danke und sonst bin ich noch für Fragen natürlich da.